ich bin's nochmal. Ich habe hier noch was anderes Tolles, was ich euch mal zeigen wollte. Also viele kennen das auf jeden Fall. Nicht jeder nutzt es. Ich finde es im Grunde ganz toll, und zwar Drainagerohr. Kann man super toll verwenden. Was ich selber jetzt auch gemerkt habe, als Aufstieg, nur wenn man es gut abmachen kann, wieder und zum Reinigen. Weil die Ratten lieben es, da rein zu pinkeln und rein zu pollern und alles da rein zu machen. Also die fressen da drin, schlafen da drin, pinkeln da drin, kacken da drin. Total toll. Ich nehme die Dinger jetzt nur noch als, also bei meinen Kleinen habe ich die als Aufstieg drin, weil die kann ich locker rausnehmen. Da können die auch nicht drin schlafen, das wäre viel zu unbequem. Ich nehme die aber jetzt nur noch als Röhren, so halt als Hängeröhrchen zum drinne schlafen, aber so, dass ich hier, die haben hier so Löcher und so drinne. Kann man das sehen? Da. Da kann man super gut Draht durchfädeln und kann die schön aufhängen und kann das dann auch schnell abknipsen und dann schön ausspülen. Super gut mit einem Massagestrahl. Also ich glaube, jeder Rattenhalter braucht einen Duschkopf mit Massagestrahl, damit man alles richtig toll sauber kriegt. Ich glaube, das solltet ihr euch alle anschaffen, das ist total geil. Dann kann man die nämlich gut ausspülen. Gut, man hat eine Drahtverschwendung, aber Draht kostet definitiv nicht so viel wie irgendwas anderes, so als anstatt jetzt immer neue Röhren zu kaufen oder sowas. Das kriegt man im 10 Meter Ding, so ein Bündel. Total toll sah ich damit aus, als ich damit nach Hause gekommen bin. Kostet, glaube ich, 16 Euro, also zumindest ich habe 16 Euro ungefähr bezahlt für 10 Meter. Ja, habe davon noch ganz viel über, aber wer weiß, was man daraus noch so Schönes bauen kann. Also ich empfehle das auf jeden Fall als Hängeröhren zum Schlafen, Verstecken, finden die toll. Also ab zum Baumarkt, Drainagerohr kaufen, kann man super gut mit einer Stichsäge durchsägen, ein bisschen Schmirgelpapier nehmen und die Ränder glatt schmirgeln, dass das nicht scharfkantig ist. Und dann ab damit in den Käfig.